Hier im Antiquarium der Residenz holte sich aus München der international bekannte Autor und Filmregisseur Professor Edgar Reitz den Maximiliansorden bei Ministerpräsident Horst Seehofer höchstpersönlich ab. Dass er sich dem Thema Heimat verschrieben hatte, als in den 80er Jahren der Begriff an sich noch sehr belastet war, darüber freute sich Seehofer als heimatverbundener Bayer besonders. Das Thema Heimat versteht man in der ganzen Welt. Also meine Filme sind in Japan genauso zu Hause wie in Südamerika oder in afrikanischen Ländern. Überall versteht man, was damit gemeint ist. Es ist ein elementar menschliches Empfinden. Frau Professorin Lorraine Daisten, Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin, wurde an diesem Tag von Horst Seehofer als einzige Frau von drei anwesenden Preisträgern in den erlesenen Kreis der Maximiliansordensträger aufgenommen und ausgezeichnet. Die Geschichte der Vernunft und die Objektivität sind Inhalte der Bücher Daistens. In beiden schärfe die Preisträgerin den Blick für komplexe Zusammenhänge, meint Seehofer in seiner Laudatio. Die Hauptbotschaft ist, dass Objektivität und Vernunft eine Geschichte haben und dass sie Baustellen sind. Das heißt, sie sind nicht platonischen Idealen für die Ewigkeit. Wir arbeiten ständig daran. Der Maximiliansorden ist die höchste bayerische Auszeichnung in der Kategorie Wissenschaft und Kunst. Ein Preis nicht nur für Bürger des Freistaats. Als dirigierender Musikwissenschaftler sei laut Seehofer Professor Peter Gülke aus Weimar ein Ausnahmeathlet. Nun ja, ich bin Dirigent und Musikwissenschaftler und mache das immer, oder Musikschriftsteller. Und ich schreibe gerne über das, was ich dirigiere, und ich dirigiere gerne das, worüber ich schreibe. Und mir scheint dieses Beieinander dieser beiden Aspekte besonders wichtig, und darum bemühe ich mich halt immer wieder. Versteht, die Auszeichnung öffnet Türen in alle Richtungen. Ich sehe gerade hier bei den Unterlagen, die man bekommt, dass man zur unentgeltlichen Benutzung der Fahrgastschiffe auf den Bayerischen Seen berechtigt ist. Der Maximiliansorden wird zudem als Ordensgemeinschaft verstanden. Wissenschaftliche und künstlerische Mitglieder treffen sich jährlich auf Einladung des Ministerpräsidenten zum Gedankenaustausch. Und da bin ich sehr gespannt darauf, weil das sind ja tolle Leute. Und auf die Weise mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sich mal auszutauschen, das hat man ja sonst nicht. Wir leben ja alle in den Grenzen unserer jeweiligen Disziplinen. Ja? Ein Filmmensch hat keine Ahnung von Physik und ein Physiker hat keine Ahnung von Musik. Ein blau emailliertes gotisches Kreuz mit weißem Rand und vier Strahlen in den Winkeln, umgeben von einem weißen goldbodierten Ring. Nur 100 lebende Persönlichkeiten sollen den Maximiliansorden tragen. Mit den zwei nicht anwesenden, jetzt ausgezeichneten, gibt es nun derzeit 98 Ordensträger für Wissenschaft und Kunst in ganz Deutschland.